Dalai Lama zu empfangen oder nicht, das ist oft ein Dilemma für Staatschefs, die es sich nicht mit Peking verscherzen wollen. Weder Nicolas Sarkozy noch François Hollande wollten es riskieren. Lediglich Barack Obama und Angela Merkel haben es gewagt. China betrachtet Tibet als Teil Chinas, was von den meisten Ländern der internationalen Gemeinschaft akzeptiert wird. Die tibetische Exilregierung im indischen Dharamsala betrachtet Chinas Präsenz als Besatzung und im indischen Dharamsala wiederum führt der Dalai Lama seit 1960 eine tibetische Exilregierung an, die Central Tibetan Administration. Ihr zufolge leben 150.000 Tibeter im Exil, davon 100.000 in Indien und viele in Nepal und Bhutan. Tibet, ein Konflikt ohne Präsenz in den Medien. Rund 200.000 Tibeter leben heutzutage im Exil, unter anderem in Indien, Bhutan und Nepal. Immer mehr Tibeter müssen aus ihrer Heimat flüchten wegen politischer sowie religiöser Bevormundung durch die Volksrepublik China. In der Schweiz leben rund 300 solcher politischen Flüchtlinge. Das Verhältnis zwischen der Schweiz und China bleibt angespannt. In einer solch heiklen Situation vermeiden es die Schweizer Medien, ausführlich über den Konflikt in Tibet zu berichten. Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping ist zu einem Staatsbesuch in der Schweiz eingetroffen. Er wurde in Zürich von Bundespräsidentin Doris Leuthardt begrüßt. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen unter anderem die Wirtschaftsbeziehungen. China ist nach der EU und den USA der drittgrößte Handelspartner der Schweiz. Die Welt mache tiefgreifende Veränderungen durch, so Xi. Mit seiner Teilnahme am Weltwirtschaftsforum und seinem Staatsbesuch wolle er mithelfen, einvernehmliche Lösungen für wichtige globale Probleme zu finden. Die Schweizer Polizei nahm unterdessen rund 2 Dutzend Tibet-Aktivisten fest. Sie hatten am Sonntagnachmittag an einer nicht genehmigten Demonstration gegen den Staatsbesuch teilgenommen. Der Friedensnobelpreisträger lebt seit fast 60 Jahren im indischen Exil, nachdem er seine Heimat Tibet verlassen musste. Die chinesische Armee marschiert 1950 in Tibet ein. Eine blutige Fremdherrschaft beginnt. Die Tibeter wehren sich lange. 1959 muss der Dalai Lama fliehen. Im Nachbarland Indien bekommt er Asyl. Für Peking ist er bis heute ein gefährlicher Separatist. Tibet und seine Klöster bleiben unter der strengen Kontrolle Chinas. Der Besitz von Bildern oder Schriften des Dalai Lama ist streng verboten. In Dharamsala dagegen entstand eine Art Mini-Tibet. Hier im Norden Indiens ist der Sitz der tibetischen Exilregierung. Hier lebt auch der Dalai Lama. Dessen Anhänger werden von China verfolgt und als Gangster beschimpft. Das Exil des Dalai Lamas in Indien sorgt regelmäßig für diplomatische Spannungen zwischen Peking und Neu-Delhi. Die Ruhe von Dharamsala wurde in den vergangenen Wochen durch politische Debatten gestört. Indiens Regierung hat ihre Spitzenvertreter dazu gedrängt, den Feiern zum 60. Exiljahr des Dalai Lamas fernzubleiben. Peking soll nicht verärgert werden. Hallo und herzlich willkommen bei Ihrer FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag. Die ganze Welt schaut heute nach Tibet. Und sie schaut dorthin, wo ein Fackellauf der chinesischen Regierung für die Olympischen Spiele werben soll. Im August treffen sich die Sportler der Welt zu den Olympischen Spielen in Peking. Das sind keine normalen Olympischen Spiele, das sind Spiele in einem Land, in dem die Freiheit missachtet wird, in dem Menschen misshandelt werden, in dem Kulturen wie die Tibeter unterdrückt und benachteiligt werden. Das ist das Problem und deswegen sind das besondere Spiele. Das bedeutet nicht, dass die Spiele nicht stattfinden sollen. Auch der Vertreter der Tibeter, der Dalai Lama, sagt, dass er sich wünscht, dass die Spiele stattfinden. Aber diejenigen, die dorthin gehen, sei es Sportler, seien es Journalisten, seien es Fans, Besucher, Sportfunktionäre, die müssen sich schon überlegen, in welcher Form sie helfen können, dass Menschen in China nicht länger unterdrückt werden. Man kann schon auch im Stadion zeigen, dass man der Meinung ist, dass die Tibeter mehr Freiheit verdient haben. Es ist allerdings auch so, dass laute, radikale Proteste im Stadion auch mal in eine Richtung ausfallen können, die uns nicht so gefällt. Wenn beispielsweise bestimmte extreme Gruppen aus anderen Teilen der Welt das nutzen würden, würde uns das überhaupt nicht gefallen und das würde auch die Olympischen Spiele empfindlich stören. Wenn Sportler aber Wege finden, das kreativ zu machen, das so diskret zu machen, dass es jeder sieht und das trotzdem nicht so obszön und so aufdringlich ist, zum Beispiel durch eine Mönchsfrisur, die sie sich schneiden, zum Beispiel dadurch, dass sie sich die Farben der Tibeter in die Haare einflechten oder dadurch, dass sie, wenn sie ihre Medaille gewonnen haben, wenn sie ihre Wettkämpfe gemacht haben,
ein Gespräch führen mit Vertretern der Tibeter, sich vielleicht die Region Tibet anschauen oder mit Regimekritikern sprechen, sich eine Meinung bilden darüber, was in China los ist, dann leisten unsere Sportler einen riesigen Beitrag dafür, dass tatsächlich die, die auch für Meinungsfreiheit in China kämpfen, gestärkt werden. Aber wir können natürlich nicht alles bei unseren Sportlern abladen. Was Generationen von Politikern nicht geschafft haben, können ein Haufen Sportler, der dafür 2 oder 3 Wochen im Einsatz ist, nicht lösen. Unsere Politiker haben eine besondere Verantwortung. Viel zu lange hat man bei China vor allem die Chancen gesehen, aber hat nicht auch mal nüchtern zur Kenntnis genommen, dass sich politisch in dem Land in den letzten Jahren viel zu wenig geändert hat. Viel zu lange haben wir Europäer gedacht, das kommt von alleine. Ich wünsche mir, dass die Politiker, die in der nächsten Zeit nach China fahren, deutliche Worte finden dazu, was in Tibet passiert. Deutliche Worte finden auch zu der Menschenrechtslage in China allgemein. Und China hat auch ein Gesicht, das uns überhaupt nicht gefällt. Jeder Politiker, der auch Vorbild ist, der Vertreter ist seines Landes und dorthin reist, der muss das in aller Klarheit zur Kenntnis bringen. Die Chinesen wiederum müssen endlich mal aufhören, das Problem zu leugnen, müssen endlich mal hergehen und die Tibeter ernst nehmen als Gesprächspartner, damit das Problem gelöst wird, und müssen lernen, dass in der offenen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts, wo auch jeder Chinese Internet hat, die alte Taktik, wir bestreiten das Problem und wir unterdrücken jede kritische Meinung, nicht mehr funktioniert. Solange die Chinesen das nicht lernen, ernten sie Proteste wie das, was vor 2 Wochen in Lhasa stattgefunden hat. In den 50er Jahren wird Tibet von der Volksrepublik China unterdrückt. Doch das Verhältnis Tibet-China nur darauf zu reduzieren, ist einseitig. Mit dem Einmarsch der Chinesen hatte nicht nur eine neue Form der Herrschaft, sondern auch ein sozialer Fortschritt Einzug in Tibet. Die Leibeigenschaft wurde gebrochen, die bisher von den Klöstern abhängenden Bauern bekamen eigenes Land. Gleichzeitig wurde das Hochland erschlossen, Straßen gebaut, Tibet erhielt Zugang zur restlichen Welt. Bis heute werden Investitionen in Milliardenhöhe in Tibet getätigt. Auch der Abt des Tibet-Instituts sieht die beiden Seiten. Doch wie dieser Beitrag zeigte, hat die Vorherrschaft Chinas nicht nur negative Aspekte. Oder wie ein altes Sprichwort besagt, es gibt immer 2 Seiten und meistens ist eine davon positiv. Dalai Lama bedeutet so viel wie Ozean gleicher Lehrer bzw. Ozean der Weisheit und wird formell mit Seine Heiligkeit angesprochen. Der derzeitige Dalai Lama ist Tenzin Gyatso. Er ist der 14. Dalai Lama. Er wurde 1935 in Osttibet geboren, zog sich jedoch bereits 2011 von allen politischen Ämtern zurück. Oh, firstly. Ich habe mich bereits 2011 vollständig von meinen politischen Ämtern zurückgezogen. Ihre Frage zielt auf Politik ab. Aber wo Sie die Frage nun einmal gestellt haben, ja, die Volksrepublik China gewinnt immer mehr wirtschaftliche und militärische Macht. Yes, People's Republic of China. Economically, militarily, gaining more strength. Meantime, währenddessen können wir aber auch beobachten, dass einige Chinesen unsere Grundrechte sehr wohl unterstützen. Denn wir streben nicht die Unabhängigkeit an. Wir haben bereits 1974 beschlossen, nicht mehr um die Unabhängigkeit zu kämpfen, sondern um unsere Grundrechte, die ja in der Verfassung verankert sind. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In den letzten 4 Jahren haben wir eine ganze Menge Artikel in chinesischer Sprache gefunden. Es waren über 1000 Artikel. Sowohl von im Lande als auch im Exil lebenden Chinesen. 1000 Artikel, die unsere Herangehensweise, den Weg der Mitte, befürworten. Hinzu kommt, dass ein großer Anteil der chinesischen Bevölkerung buddhistischen Glaubens ist.
Vor ungefähr 3 oder 4 Jahren führte eine chinesische Universität eine Untersuchung durch, wie viele Buddhisten auf dem chinesischen Festland leben. Heraus kam eine Zahl von 300 Millionen. Viele dieser Buddhisten sind sehr gebildet und immer mehr von ihnen haben Interesse am tibetanischen Buddhismus. Darunter sogar einige Mitglieder der kommunistischen Partei, auch hohe Funktionäre. Auf der konkreten Ebene ist die chinesische Regierung sehr um das gute Image des Landes bemüht. Die wirtschaftliche und militärische Ebene allein reicht nicht, um ein konstruktives Mitglied der internationalen Gemeinschaft zu werden. Also sollten Buddhisten mehr Verantwortung übernehmen. Für mich ist es etwas sehr Ungewöhnliches, dass ein kommunistischer Parteiführer den Buddhismus lobt oder überhaupt eine positive Bemerkung darüber macht. So verändern sich die Dinge. Worum geht es eigentlich, wenn von Tibet die Rede ist? Zunächst einmal um das Hochland von Tibet, die weltweit höchstgelegene Ebene auf etwa 5000 Metern. Mit über 2 Millionen Quadratkilometern ist es 5,5-mal so groß wie Deutschland. Die Angaben zur Bevölkerung gehen leicht auseinander. Es wird geschätzt, dass etwa 6 Millionen Tibeter im Hochland leben, sowie etwa 7,5 Millionen Chinesen. Nun zu den Flüssen, die Tibet zum Wasserturm Asiens machen. In der Nähe des Kailash befinden sich die Quellen des Brahmaputra, in Tibet Tsangpo genannt, der in Bangladesch mit dem Ganges zusammenfließt und in den Golf von Bengalen mündet, und des Indus, der ins Arabische Meer mündet. Weiter östlich entspringen im Tangula-Gebirge der Mekong, in Tibet Zhashu genannt, der 6 Staaten durchfließt und ins Südchinesische Meer mündet. Der Yangtze-Kiang, die in 3650 Meter Höhe liegende Stadt Lhasa, gilt als Zentrum des Buddhismus und der tibetischen Kultur. Dort befindet sich der Potala, einst Sitz der tibetischen Regierung und Residenz des Dalai Lama. Tibet ist aber auch für die Wasser- und Energieversorgung Chinas von entscheidender Bedeutung. Der Tsangpo war lange Zeit der längste ungestaute Fluss in China. Seit 2015 ist die Zhangmu-Staumauer die größte in Tibet. Sie soll so viel Strom produzieren, wie 500.000 Haushalte in Frankreich verbrauchen. Eine weitere Talsperre ist an einer Schleife des Tsangpo geplant. Diese könnte das größte Wasserkraftwerk der Welt werden. Peking richtet sein Augenmerk inzwischen auf die Flüsse in Tibet, da es den Stauseen in China an Wasser mangelt. Im Hochland von Tibet gibt es aber auch Bodenschätze. Chinesischen Geologen zufolge lagern dort Lithium, das für die Akkus von Mobiltelefonen benötigt wird, 2000 Tonnen Gold, 80 Millionen Tonnen Kupfer und Vorkommen an Molybdän, aber auch Vorkommen an Silber und Zink. Durch die 2006 eröffnete Eisenbahnlinie von Qinghai nach Tibet hat sie die Kontrolle über Tibet verstärkt, denn dadurch lassen sich Truppen und Waffen befördern. Die 1142 Kilometer lange Strecke von Golmud nach Lhasa verlängert die Strecke Golmud-Peking, wodurch die Fahrzeit von Peking nach Lhasa auf 48 Stunden verkürzt wurde. Aber die Strecke wird noch weitergebaut, und zwar bis nach Shigatse. Und geplant ist letztendlich eine Eisenbahnlinie bis nach Hotan in Xinjiang. Die Entwicklung im Hochland von Tibet findet also in einem angespannten geopolitischen Kontext statt. Doch sie ist für Peking von großer Bedeutung, denn sie trägt zur Verlagerung der Industrie von der Küste ins Hinterland bei, unter anderem nach Chongqing und Chengdu, inzwischen bedeutende Industriezentren. Langfristig ist diese Entwicklung eine Bedrohung für das Hochland von Tibet, das bereits von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen ist. Dem Pekinger Institute of Tibetan Plateau Research zufolge sind die Temperaturen dort seit 1960 doppelt so schnell gestiegen wie im Weltdurchschnitt. Auf Aufnahmen von Mount Everest wird deutlich, dass bei einem raschen Schmelzen der Gletscher mehr Wasser in die Flüsse gelangen würde. Wenn starke Monsunregen hinzukommen und die Gletscherseen überlaufen sollten, könnte das zu katastrophalen Überschwemmungen führen, von denen Milliarden Menschen betroffen wären.
Der Streit zwischen Tibet und China ist von einem Rechtsanspruch beider Parteien gekennzeichnet, der auf der Geschichte basiert. Während China Tibet als untrennbaren Teil seiner Vergangenheit und Gegenwart betrachtet, argumentieren die Tibeter, dass sie immer eine unabhängige Nation waren. Eine Überprüfung der historischen Ereignisse zeigt die komplexe Beziehung zwischen den beiden Ländern, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart. Nach dem Zusammenbruch eines tibetischen Reiches im 7. Jahrhundert geriet das Land immer wieder unter den Einfluss chinesischer Regierungen, behielt jedoch einen Großteil seiner inneren Autonomie. Seit der Herrschaft der Mongol-Dynastie im 13. Jahrhundert bestand das Verhältnis zwischen Tibet und den chinesischen Kaisern in einer Art Gönner-Priester-Verbindung. Das bedeutet, dass tibetische Mönchherrscher den chinesischen Hof im Buddhismus unterrichteten und im Gegenzug dafür unter seinem Schutz standen. Erst in der Mandschu-Ära im 18. Jahrhundert versuchte China, einen großen politischen Einfluss auf Tibet auszuüben. Der Kaiser positionierte Soldaten, um zu verhindern, dass Tibet sich mit den Dzungaren verbündet, und schickte Gesandte zur tibetischen Hauptstadt Lhasa. Es ist jedoch unklar, welchen Einfluss diese tatsächlich hatten. Dieses unklare Machtverhältnis ist heute der Ursprung des Konflikts. China behauptet, dass diese Gesandte Statthalter des Kaisers waren und dass Tibet seitdem zu China gehört. Die Tibeter widersprechen dem Argument und behaupten, dass die Gesandten keine politische Macht hatten. Obwohl Tibet offiziell nicht als Provinz des Kaiserreichs galt, hatten die Tibeter auch kein Interesse daran, ihre Dominanz in Tibet zu beanspruchen und sich offiziell von China abzusetzen, da dies die chinesischen Herrscher provoziert hätte. Mit dem Niedergang des Mandschu-Reiches nahm Chinas Einfluss in Tibet ab. Und am Anfang des 20. Jahrhunderts war die Behauptung chinesischer Oberherrschaft über Tibet nur noch symbolisch. Die Tibeter regierten sich selbst und der Kaiser hatte nur noch geringen Einfluss. Nach dem Ende der Mandschu-Dynastie im Jahre 1911 erklärte sich Tibet als eine unabhängige Nation, obwohl die chinesischen Nationalisten, die zu der Zeit die Regierung übernommen hatten, Anspruch auf Tibet erhoben, fehlte ihnen die praktische Kontrolle über das Land. Trotz des mongolischen Einflusses konnte Tibet ein eigenes Staatswesen etablieren. Der 13. Dalai Lama, der von 1876 bis 1933 lebte, war sehr reformorientiert. Er setzte unter anderem die faktische Unabhängigkeit Tibets durch. Zu dieser Zeit erhielt Tibet auch seine eigene Flagge sowie eine Hymne und entwickelte sich jetzt komplett unabhängig von China. Dass sie weder Beamte noch Soldaten vor Ort hatten. In der Folge verwaltete Tibet seine inneren und äußeren Angelegenheiten selbst, was ihm de facto Unabhängigkeit verlieh. Diese Unabhängigkeit wurde jedoch von keiner anderen Nation anerkannt, da niemand China verärgern wollte. Die politische Zukunft Tibets wurde durch die Briten endgültig geklärt. Ihr Ziel war es, Handel mit dem Land zu treiben, was sie durch eine Expedition im Jahr 1903 zu erreichen suchten. Als die Tibeter sich jedoch weigerten, ein Handelsabkommen zu schließen, marschierten britische Truppen ein Jahr später in Lhasa ein. China, das befürchtete, Tibet könnte unter britische Kontrolle fallen, reagierte daraufhin mit der Sendung von Truppen und Beamten. Um ihre wirtschaftlichen Beziehungen nicht zu gefährden, gaben die Briten China die Vormacht über Tibet, was von China durch die Anerkennung des Handelsabkommens erwidert wurde. Nach der Flucht des Dalai Lama im Jahre 1959 wurde die Frage nach Tibets Unabhängigkeit von einer internationalen Kommission von Juristen untersucht und bestätigt. Trotzdem wurde Tibet 1951 von den chinesischen Kommunisten erobert. Der Konflikt um die Grenzen Tibets ist eine weitere komplexe Angelegenheit, die bereits mehrere Verhandlungen zwischen China und Tibet vereitelt hat. Anfänglich war China bereit, Tibet dem vom Dalai Lama geforderten autonomen Status zu gewähren. Allerdings nur für die aktuelle Provinz Tibet. Die Tibeter forderten jedoch die Ausweitung der Autonomie auf die tibetischen Siedlungsgebiete in benachbarten Provinzen, in denen mehr als die Hälfte aller Tibeter leben. Hier jedoch können sie keinen historischen Anspruch geltend machen. Die Herrscher in Lhasa hatten dort seit mehreren Jahrhunderten kaum noch Einfluss, genau wie China.